Lobbyismus ist für mich die Vertretung von kollektiven Interessen, häufig wirtschaftlichen Interessen natürlich auch. Wenn zum Beispiel Wirtschaftsunternehmen hier eine kleine Dependance haben und dann zum Beispiel Politiker zu netten Dinner einladen und denen Sektgeschenke machen oder Fruchtkörbe oder sowas. Eine Art von Widerstand gegen so Status quo oder Druck. Kommt ganz auf die Lobby drauf an, aber grundsätzlich halte ich es eher für schwierig, weil dir was aufdoktriniert wird, was du nicht unbedingt benötigst. Naja, ich glaube, manchmal ist es nötig an manchen Stellen. Also ich kann es schon verstehen für Projekte, für die man Geld braucht, so, aber ich finde es unangenehm. Ich glaube, es hat einen schlechteren Ruf, als es wirklich ist. Denn natürlich, wenn Gesetze gemacht werden, müssen ja auch die Betroffenen eventuell schon mal gefragt werden, um ihre Einschätzung, was das denn für Auswirkungen hat. Dreht man an einer Schraube, passiert hinten was ganz anderes. Und ich glaube, die Politik ist auf den Sachverstand der Verbände angewiesen zu einem gewissen Grad. Das darf natürlich nicht heißen, dass die Verbände die Gesetze schreiben oder gar diktieren. Ja, wahrscheinlich müsste sich da relativ viel ändern, also weil es ja schon auch so ein bisschen, glaube ich, vorausgesetzt wird, dass man dass Lobbyismus betrieben wird einfach. Und wie gesagt, wenn man sich das nicht leisten kann, ist man relativ schnell raus aus dem Spiel, beziehungsweise nicht wahrnehmbar, nicht sichtbar. Ja, vielleicht indem man einfach mit mehr Transparenz rangeht, versucht, offen zu machen, wo gewisse Gelder herkommen. Ich fürchte, es ist nicht so viel zu tun oder nicht möglich zu tun. Natürlich, dass alles, wie sagt man, transparent ist, dass man alles irgendwie nachweisen kann, dass man alles nachschauen kann, wo das Geld hinfließt, von wo oder was die Person auch ausmacht, wo hat die Person gearbeitet, was für einen Kontakt hat der zur Außenwelt, also sag ich mal jetzt so. Und ja, also man müsste halt alles kontrollieren, alles müsste transparent sein.